Moin. Letzte Folge ging es um so einen Evo-Dude und dessen Bodyguard und dessen Kumpel. Und dann aber noch den Vater von dem ersten Dude und seine Mutter. Und den Kumpel vom Vater, der derselbe ist wie der Kumpel vom Bodyguard. Und dann war das gar nicht verwirrend, das war logisch aufgebaut. Viel Spaß und bleib geil. Sag mal, Kaba, Daddy. Sie. Wie viel Durst hat denn Kaba eigentlich? Du hast da was angedeutet letzte Woche. Durchaus. Das befriedigt mich nicht. Naja, sagen wir es mal so. Du Er brauchst wird mir nicht die jetzt. Gründe zu erläutern, sondern nur das Maß. Ja, so ein Maß auf jeden Fall, wenn nicht sogar zwei. Pro was? Regelmäßiger wird langsam. Also es war halt schon, also wenn da jetzt Leute sitzen und ein Bierchen trinken, na ja, nur Bier ist besser als kein Bier. Alles klar. Dude. Ich sag mal, du sagst Stopp, wenn du gedenkst, damit aufzuhören. Ne? Lass mal das ja erstmal so laufen. Ja. Und dann mal, guck mal, ob ich sage, nee, 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 Stopp gibt's nicht. Es geht doch nichts über die eigene Selbstzerstörung. Sehr gut. Natürlich nicht, Jojo betreibt das auch mit Elan. Und dabei ist das so eine männliche Eigenschaft oder Tätigkeit. Was, Selbstzerstörung? Ja. Wir Frauen können das auch gut. Ja, aber für Männer ist es eigentlich ein bisschen typischer, auch wenn die zurechtkommen. Das stimmt. Der Anteil an Rauchern und Säufern ist ja auch viel höher und Autofahren ist bei Männchen ein bisschen aggressiver. Das war. Okay. Cute. Also, Jojo hat sich überlegt, den Schweden vielleicht nochmal zu fragen. Kinderbetreuung. Hä? Der macht gerade Kinderbetreuung. Ja, soll nicht Sag weiterreden. Sabaton! Sag Sabaton! Sehr schön. Da kommt nur so was Blödes raus wie Papa. Na toll. Nee, So weit ist noch er noch lange nicht. lange nicht. Ja. Genau, der Bass ist das beste Instrument. Bass, 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 Bass. Schön. Der arme Junge wird jetzt schon manipuliert. Was? Nein. Und das Ganze schön auf Schwedisch, ich bitte dich. Natürlich. Skelbin ob der Herr. Hob mir, ob du betten kannst. Heik, ja, fick mich. Genau. Ach, Olaf. Schubert. Schön. Passen's mal auf. Ja, bitte. Du kannst mir vielleicht helfen, Licht in eine dunkle Angelegenheit zu bringen. Aber ja, ne. Okay. Jojo erläutert ihm diesen ganzen Sachverhalt, so einigermaßen zumindest, mit den Eltern und der Kohle und was weiß ich nicht was. So, die erste Vermutung war, dass die Typen erpresst werden. Vielleicht ist das aber gar nicht so. Vielleicht sind das tatsächlich irgendwie, tun sie das aus Gutmenschentum. Und da dachte ich, frage ich mal dich. Ich weiß, das ist extrem unspezifisch. Ist das eine implizite Beleidigung? Nein. Eine Okay. Nein. Feststellung. Dann ist ja gut. Ja, ich finde es ja gut, dass du auch auf die Idee kommst, Eltern könnten mal zum Beispiel. Na, keine Ahnung, das ist halt super unspezifisch. Das könnte auch alles sein. Ja, es könnte alles sein, aber es war irgendwie. Vielleicht ist es halt auch irgendwas, was in irgendeiner Form
schon mal öfter in solchen Kreisen vorkommen kann. Ich weiß es nicht. Das, aber vielleicht gibt's das ja ab und zu mal. Gib mal, was ihr habt. Sie gibt's ihm. Was sind Primarbildungsgang D? Oh, er hat's verlinkt. Guter Hacker. Aha. Mhm. Tja, da würde ich mal sagen, keine Ahnung. Es kann halt alles sein. Es kann schon auch sein, dass sie irgendwas für ihr Kind machen. Ich dachte ja erst, vielleicht können sie sich den Semesterbeitrag nicht leisten, weil das ja immer so Februar, März und August, September war, also zum Ende hin, aber den haben sie ja so bezahlt. Na, die zweite Vermutung ist, dass da noch vielleicht irgendein Verwandter oder ein Freund oder das Kind eines Freundes oder was weiß ich noch irgendwie im Hintergrund ist, dem die irgendwie Kohle geben, aber. Naja, ihr könnt das jetzt über mehrere Arten machen. Entweder ihr versucht, was über den Jungen rauszufinden oder über den Bodyguard oder über die Eltern. Weil so kann es halt alles und nichts sein. Ja, wir sind ja schon dran, aber hätte sein können, dass du sagst, ach, weißt du, davon habe ich schon gehört, weil das sowas kam schon mal in bla 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 bla. Was weiß ich. Ja, also ich meine, das ist ein Unternehmen, was ganz offiziell zu einem AAA-Konzern gehört. Weißt du, wie viel Mauschelei davonstatten gehen kann? Weißt du, wie viele Leute die Eltern kennengelernt haben und vielleicht mal geholfen haben oder sich mit eben verscherzt haben oder was weiß ich, das kann alles sein. Ja, dieses komische Ausgeben von der Kohle ergibt halt irgendwie überhaupt keinen Sinn. Na, das kann halt echt alles sein. Die können richtig hart mit der Wuri verkackt haben, aber es könnte auch sein, dass Kinder, alles halt. Naja gut, wenn kein zündender Geistesblitz da ist. Ich dachte vielleicht. Hätte es sein können. Nee, so nicht. Also so, es kann halt echt vieles sein. Aber ich find's gut, dass du auch auf die Idee kommst, dass es was Nettes sein könnte. Naja, wenn sonst nichts da ist, irgendwas muss ich ja probieren. Na, das Ding ist auch, von dem, was ich hier sehe, sieht es auch nicht so aus von den paar Freunden, die man hier beim Fordern durchscrollt, als hätte er jetzt Gesindel, mit dem man sich's in einem Konzern verscherzen kann. Also die wirken alle okay. So nicht die Typen, die per se zwingend irgendwann mal in Schwierigkeiten geraten und dann deswegen irgendwas sein könnte. Nee, das Einzige ist halt hier dieser komische, weiß ich nicht, Antikonzern-Typ, aber ja, das ist nichts. Naja, eben. Das wissen die und das akzeptieren die. Wenn er sich nicht persönlich mit ihm trifft und Info aus Info Höckert hat, und das glaube ich nicht. Okay. Na dann. Bis später. Später. Du wirst ein Frontbassist. Scheiß auf Gitarre. Alter, wir machen die Melodie schön mit den tiefen Tönen. Deli. Primarbildungsgang D+ ist quasi Grundschulalter bei Evo 1. bis 6. Klasse. Nee, warte mal, das ist voll dumm. Bei Evo gestaffelt, weil ja zum Beispiel Orks ein bisschen eher dann aus dem Primarbildungsgang raus müssen als andere. Und dann hast du es halt unterteilt, die werden schon relativ zeitig, also eigentlich schon vor Schuleintritt, segregiert nach dem, was der Konzern erwartet, wie viel die können. Und dann gibt's die ultra innovative Unterscheidung zwischen AAA, AA, BCD plus minus bei jedem Einzelnen. Und D+ ist nicht der Abschaum. Das sind Menschen,
deren Ereignis und Realitätshorizont vor allen Dingen auf direkter körperlicher Arbeit liegt, die große Kompetenzen haben im Handwerklichen oder die da auch ausgebaut werden können und die, es ist so Abschaum. Also unterrichtet sie hauptsächlich Ork. Ja, bei Evo mag das sogar noch gehen, ne? Aber ja. Eigentlich nicht. Die unterrichtet hauptsächlich Kinder von Lohnsklaven, die in der Fertigungshalle arbeiten und so weiter. Bildung ist von Geld abhängig, nicht vom Metatyp bei denen. Dass jetzt viele Orks auch wenig Geld haben schon von ihren Eltern her und dann, das ist ja erstmal Punkt 2. Yeah. Huh. Wo unterrichtet sie denn? Du meinst in welchem Stadtteil? Mhm. Und Gebiet? Na, Gebiet auf jeden Fall C. Das wird schon auch Bergowoi sein. So, der Bodyguard war von Parashield. Vielleicht. Wäre eher Parashield gewesen, von wegen Talentleitung, bla 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 bla. Mhm. Aber kein Bodyguard, der was aus sie hält, hat Talentleitung. Sie ist ja wahrscheinlich kein Bodyguard. Mietmuskel. Wahrscheinlich auch nicht. Das Verhältnis vom Jungen zu ihm ist halt merkwürdig. Definitiv. Also, wenn der Junge eher zu dem Typen aufsieht, auf irgendeine Form oder sich an ihm orientiert. Übrigens ist Mentor richtig kacke, weil Mentor immer so eine Aufsehensdingsung inne hat. Das ist kein Aufsehen im Sinne von, was für eine bewundernswerte Person, sondern es ist ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Und schon ist die Bewunderung raus. Der aber die Anerkennung mit unterdrin. Haben die sich denn unterhalten? Nee. Die Vermutung liegt nahe, dass er den Typen vielleicht noch von früher kennt. Ihr guckt Bilder von seiner Kindheit, die öffentlich sind und oder die in der Maschine rausgesucht hat, durch. Ja. Der alte Papi. Boah, da hätte ich ja mal einen Wurf auf Langeweile aushalten. Logik und Intuition. Alter, 4 Erfolge, was ist denn heute los? Die Würfel sind alle nutzlos wahrscheinlich, deswegen machen wir es so gut. Das stimmt, wenn es später wichtig wird, dann verkacke ich. Ja, das Kabern, verkackt nicht ganz, aber... Kabern holt sich lieber noch ein Bier, meinst du? Genau. Ja, Durst. Naja, und dann sitzen die Leute halt da und gucken gerade, was, und dann setzt man sich dazu. So, also. Holt sich dann ihren Sohn, setzt sich mit ihrem Sohn irgendwo hin und guckt die Bilder durch. Mhm. Damit der arme Junge nicht jetzt schon völlig zusammenbricht, geistig. Ja, sowas setze ich immer mit voraus, dass sowas mit passiert. Ja. Also. Der Vater, ne? Hat so ein paar Kumpels. Und mit denen er auch über die Jahre hinweg zumindest ab und zu was gemacht hat, der also relativ stabil war, auch wenn es nicht aussieht wie allerbeste Freunde in der Personalabteilung. Der wiederum hing ab und zu mal mit dem Bodyguard ab. Und da wurden
ein paar Sachen editiert bei dem Bodyguard. Ist jetzt nicht mehr ganz ersichtlich. Du hast dann zum Beispiel so Firmenfeier und so ein Shit. Und in der Aftershow-Party, wo dann noch alle dabei sein konnten, da ist er dann halt mit dazugestoßen. Oder da ist er dann auf den Bildern mit drauf. Und da steht jetzt, da sind dann, weißt du, wie bei Fatzebook, sind überall die Gesichter und verlinkt. Und bei ihm steht aber nicht drunter und verlinkt ist auch nicht so richtig, ist nur der Name drauf. Und ja. Okay. Aber der Sohn selbst hatte mit dem Bodyguard-Zeit seines Lebens nichts zu tun und auch mit dem anderen Dude nur so halb, weil die Eltern halt, also der Vater halt mit dem was hatte. Das heißt ja nichts. Das stimmt. Wenn ich jetzt selbst eine Datensuche über den Bodyguard mache, ist das auch nicht zielführend, oder? Warum nicht? Achso, nee, warte mal, also, warum nicht? Nee, warum nicht? Ich probier's. Dings hatte ja einfach nur Erfolge. Ich bin besser als der Hacker. Ich habe 3 Erfolge. Bäh! Gut, das ist gar nicht so schlecht. Da muss ich sogar glatt mal dagegen würfeln. Verdammt. Der Spielleiter würfelt immer zu gut. Ha! Na gut. Er hat auf jeden Fall nicht in der Sicherheitsbranche direkt gearbeitet, auf jeden Fall auch in einer anderen Abteilung von Petrovsky. Einiges deutet, wenn auch nicht viel, darauf hin, dass er auch in der dass er auch im Finanzsektor war. Bis vor einem Jahr. Nicht direkt in der kleinen Arbeitsgruppe, wo um die sie es jetzt eigentlich dreht, aber ich meine, so ein Konzern hat ja auch mehr. Ich bin ja kurz davor, unseren, in Anführungsstrichen, Johnson mal anzurufen, ne? Oder vielmehr nicht anzurufen, aber mich mal mit dem in Verbindung zu setzen, weil der den bestimmt kennt, wenn der damit zu tun hatte. Moment mal, in eine andere Abteilung, das könnte auch auf der anderen, am anderen Ende der Welt sein, die erreichst du manchmal nur durch Memos oder. Sag mal, wann sind die Noten des Dudes besser geworden in der Schule? Ja. Direkt in der Uni. Hat er auch direkt in der Uni den Leibwächter gekriegt? Nee, da hattet ihr den noch nicht. Offiziell. Da gibt's keine Bilder, die irgendwie mit dem zusammenpassen. Nein, aber vielleicht hatten die auf irgendeine andere Art und Weise Kontakt. Ich meine, die Matrix ist ein weites Feld. Nee, also nichts, was ihr oder Dings gefunden hättet. Ich meine, die Zahlungen fingen schon direkt in der Uni an, ja. Auch die Kreditaufnahme. Na, es kann aber sein, dass das da anfing. Also, ich sag mal, vielleicht, ich weiß nicht genau warum, aber jetzt mal ganz blöd ins Blaue gesponnen, könnte es sein, dass der Junge, der ja eigentlich seit seines Lebens nie wirklich gute Schulnoten hatte oder sowas. Durchschnitt. Ja, oder, ja, ich sag mal, durchschnittlich Schulnoten hatte. Also eigentlich nichts, was diesen plötzlichen Überflug auf der Uni rechtfertigt. Hey, Jungs werden einfach später erwachsen. Ich bin auch in der Uni erst durchgestartet. Was soll das jetzt? Hat er nicht gesagt. Jetzt habe ich auch noch was zu schneiden in der Folge. Scheiße. Entschuldigung. Easy. Trotzdem gehe ich jetzt einfach mal von diesem Punkt aus. So, auf irgendeine Art und Weise. Wollten aber vielleicht die Eltern das Beste für ihren Sohn oder irgendwie was weiß ich nicht was. Und mit dem Typen ist irgendwas passiert. Es kann sein, dass der Probleme hatte oder irgendwie abgeschmiert ist oder was weiß ich nicht was. Und wollte aber vielleicht in diesen Beruf zurück und sah diesen Jungen quasi als seine Chance, wieder in diesen Sektor zurückzukommen. Und zwar nicht selbst, weil er das aus irgendeinem Grund nicht mehr konnte, weil er vielleicht mal eine Investition gemacht hat, sein Ruf ist versaut, irgendwas anderes. Aber er kann dem Jungen quasi durch die guten Leistungen, wie eine Art Ghostwriter oder was weiß ich was, durch die Uni gebracht haben, dafür die Zahlungen und hat dann, weil er in dem Bereich, wie gesagt, selber nicht mehr arbeiten kann, jetzt diesen
Bodyguard-Job in Anführungsstrichen, der halt seine Möglichkeit ist, dem Jungen, also quasi über den Jungen weiter diese Abteilung zu leiten. Ich glaube, da hängt immer noch was Größeres hinter, sowas wie ein Studentenbund oder sowas. Bone and Skulls? Ist der Typ, ist der Junge eigentlich nicht der Typ für? Und an der öffentlichen Uni? Ja, okay, auch an der öffentlichen Uni, aber. Und, Der Vater. Also, die müssen ja irgendwie. Na, der Vater kannte den ja. Vielleicht hat er sich auch angeboten oder sowas. Das kann sein. Also, wenn die tatsächlich so eine Art Lehrer-Schüler-Verhältnis haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der den Jungen auch so durch die Uni gebracht hat. Was hat er denn dann bei schriftlichen Prüfungen gemacht? Ja, wenn er gelernt hat von dem anderen, dann ist es ja in der schriftlichen Prüfung immer noch. Da kann in der schriftlichen Prüfung immer noch gut sein, wenn der andere ihm ja wirklich was beibringt. Entweder das oder es gibt immer noch Latexmasken, bla 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 bla. Kannst davon ausgehen, dass Betrugsversuche schon ein bisschen, Du gibst da schon kurz, was weiß ich, rotzt in Becher vor so einer Prüfung. Ja, das kann sein, das wäre ja auch okay, aber der kann dem Jungen ja auch wirklich was beigebracht haben. Es muss ja nicht so sein, dass der für den Jungen alles gemacht hat, aber ich sag mal, Prüfungen okay, aber Prüfungen bilden ja auch nur einen Teil der Notenbildungsgedönse. Da sind ja mit Sicherheit auch Hausarbeiten und irgendein anderer Scheiß dabei. Ich glaube, Hausarbeiten spielen weniger viel sogar eine Rolle 2080, sondern viel mehr Prüfungen. Gut, aber der kann den Jungen ja trotzdem helfen. Wie eine Art Nachhilfe, was weiß ich nicht was, das kann ja gut sein. Das kann sein. Und das heißt ja nicht, dass der Junge nicht vielleicht sogar die Möglichkeit hätte, so gut zu werden. Das kann ja gut sein mit dem richtigen Lehrer. Mit einem Privatlehrer quasi, in Anführungsstrichen. Ich sag mal, extensive Nachhilfe. Das kann sein. Was ihm halt einen auf jeden Fall guten Job sichert und damit aber auch quasi diesem Typen sein Lebensauskommen, was er ja auf also irgendwie seine Art nicht mehr verdienen kann, möglicherweise. Warum auch immer. Aber das müssten wir vielleicht rausfinden, weil das könnte auch der Skandal sein, der den Jungen zu Fall bringt. Skandal in Anführungsstrichen. Das wäre schon ziemlich skandalös. Oder vielleicht können wir es auch so drehen. Ja, das beste korrumpierende Material ist mal das, was Hand- und Fußfest ist, also sprich, was der Wahrheit entspricht. Nö, natürlich, aber wenn es, ich sag mal, vielleicht nicht die volle Wahrheit ist, dann können wir es zumindest so drehen, als wäre es die volle Wahrheit. Es reicht ja. Also was echt interessant wäre, ist, was der Typ früher gemacht hat oder warum er das jetzt nicht mehr macht. Also wenn er wirklich mal in diesem Finanzsektor gearbeitet hat, dann warum macht er das jetzt nicht mehr? Weil der Job, den er jetzt hat, der ist mit Sicherheit beschissener. Definitiv. Okay, Finanzen. Da kennen wir uns leider alle echt gut aus. Judy. Elda hat auch keine Ahnung. Na, wobei, wenn ich jetzt nochmal zu ihm gehe und ihm vielleicht das, was ich jetzt hab, mitbringe, vielleicht kann er da dann nochmal weiterschnüffeln, wenn er was Konkretes hat. Ich versuch's mal. Hallo. Elda ist in seinem. Jojo klopft. Immer. Wen darf ich anmelden? Jojo.
Verdammt, Elder, dein scheiß Schloss ist schon wieder im Eimer, mach auf. Kommt zur Tür, macht auf. Mistding. Deine Mutter. Komm rein. Sie kommt rein. Auch Cola? Nee. Pass auf, wir sind immer noch an diesem Typen dran. Der Typ hat mal irgendwie früher im Finanzsektor gearbeitet. Der Bodyguard. Also. So, der Junge und der Bodyguard scheinen irgendeine Art, weiß ich nicht, so ein Lehrer-Schüler-Ding am Laufen zu haben, weiß ich nicht genau. Und du meinst so das griechische Lehrer-Schüler-Ding? Ich glaube nicht das griechische Lehrer-Schüler-Ding. Was kommst du denn zu mir? Ja, nur weil es hier nach Wichse riecht, bedeutet das nicht, dass jeder den ganzen Tag damit beschäftigt ist. Das ist harter arbeitet. Du denkst, es kommt von ungefähr? Naja, und nächste Woche heulst du wieder rum, dass dein Arm wehtut. Warte mal kurz. Mit dem Tennisarm ist nicht zu spaßen. Du hast gesagt, Finanzen zu Bodyguard. Na klar. Bist du sicher, dass deine Informationen korrekt sind? Nicht zu 100%, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, sie zeigt ihm, wo sie das her hat. Wer hast denn das rausgefunden? Na, über den... Ja gut. Das sieht aber richtig aus, was du hier gemacht hast. Ja, ich hab mir auch selbst auf die Schulter geklopft. Es geht darum, da muss ja irgendeinen Grund muss das ja haben, dass der da jetzt nicht mehr arbeitet. Wahrscheinlich hat er da irgendwie... Oh Gott, der Typ ist so nutzlos. Wahrscheinlich hat er da irgendwie eine Scheiße gebaut, was weiß ich. Aber... es wäre echt hilfreich herauszufinden, was das für ein Typ ist und was der verbrochen hat. Nö. Nö wäre nicht hilfreich herauszufinden. Zeig mal, was du noch hast. Sie zeigt ihm alles, was sie hat. Na boah, hier, guck mal, den Typ, den guck ich mir mal an. Der Freund vom Vater, die haben da bestimmt eine griechische, oder? Das sieht doch schon so aus. Guckt ihr mal, wie den Arm um ihn legt und lacht. Das ist Liebe in seinen Augen. Echte Männerliebe. So was habe ich bisher nur bei Makar und Philipp gesehen. So, pass auf. Also. Der Kumpel von dem, ne? Jo. Der ist besser einsehbar. Der in der Personalabteilung. Dessen dummer Bruder. Zusammen, und jetzt kommt der richtige Spaß, mit seinem Sohn sind in so eine Anlage mit Krittern reingegangen, weil sie das Bestreben hatten, im jugendlichen Leichtsinn mal ordentlich ein paar Kritter freizulassen. Sicherheitskritter freilassen ist eine gute Idee, oder? So Peter-mäßig oder was? So halb. So, wir haben gerade eine rebellische Phase, Dings. Alles klar. Weißt du, wie viel rebellieren muss, wenn du in der Personalabteilung hast von so einem Konzern? Da musst du eigentlich nur Granaten schmeißen. So, über wen reden wir jetzt eigentlich? Über den Kumpel vom Vater? Genau. Dessen Bruder und sein Sohn sind da also rein und wollten ordentlich sagen... Wessen Sohn? Und sein Bruder, genau. Vom Personaltypen. Nicht der hier, den du eigentlich willst. Es geht okay. Nie um das, was du eigentlich willst. Okay, also quasi die Familie des Kumpels. Die sind da rein und sagten... Euch hol mal raus. Und dann merkten sie, ach so, diese Sicherheitskritter sind aggressiv. Ha. So, und nachdem sie die wieder zusammen, guck mal hier, Krankenhausdaten. Nachdem sie die wieder zusammengeflickt hatten, wer hat die aus der Scheiße gezogen? Unser Vater.
Genau, der hat nämlich dann hier seine. Genau, hier guck. E-Mail. Bla 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 bla. Also er hat seinem Vorgesetzten geschrieben, ja, die beiden, die wollten mich besuchen, ich weiß, das ist unorthodox, aber ich, ne, Kumpel und was weiß ich, wir wollten da Bowling, nee, hier steht Eishockey, wollten sie angucken gehen. Und da waren aber die Käfigtüren offen, weil irgendeiner seiner Unterlohnsklaven da Scheiße gebaut hat und da Mist gebaut hat beim Einstellen von irgendwelchen Kack. Deswegen waren die frei, die wollten die ja nicht befreien. Da wurde der Typ natürlich rausgeschmissen und dann nochmal kurz zwischendurch eingeknastet oder was nicht alles, das ist echt base. Der Kumpel vom Vater. Der Lohnsklave, den er dann beschuldigt hat, also der Vater. Ah, okay. Der Vater hat dann einen Lohnsklaven beschuldigt, der hat Mist gebaut und die anderen beiden, also den Sohn und den Bruder vom Kumpel, den hat er damit rausgeboxt. Okay, ne, ich muss ja nur mal kurz gucken, von welchem der du gerade sprichst. Der eine da. Ja. Oder halt der andere, so. Genau. Wie das dann später mit diesem Bodyguard von den, keine Ahnung, aber ist so eine Versetzung nicht auch über die Personalabteilung und wenn, keine Ahnung wie das ist, aber ich glaube doch, das ist eigentlich so, wenn ich sage, ich möchte einen Bodyguard, dann würde doch einer von der Personalabteilung zu ihr liefert oder was? Ja, es ist mir nur wichtig, um wen es, wer dieser Bodyguard gerade ist. Ist das der Bruder? Nee, das ist gar keiner. Es habt ja gesagt, es geht nie nach um das, was du fragst, sondern um das, was ich finde. Übrigens, da waren ungefähr 20 Minuten zu irgendwann mal zwischendurch drin. Da braucht eine Weile zum Suchen, aber ich habe jetzt keinen Bock zu sagen, es dauert 20 Minuten. Ist ja okay. So. Verstehst du? Es geht nicht darum, was du willst. Na, wenn ich... Ponyhof. Ja... Ist ja okay. Es hätte sein können, dass du mir sagen kannst, ob ich kann dir nur sagen. Ich kann dir, nee, ist es nicht. Aber das definitiv. Aber ich kann dir nur eins sagen. Hat der Typ von der Personalabteilung vermutlich die Befugnisse oder indirekt beim Boss die Befugnisse, irgend so einem Typ einen Bodyguard zuzuteilen, weil der bezahlt ja nicht selber? Ja. Hat er einen Grund, das zu machen? Sehe ich. Dann ist es vermutlich entweder sein Bruder oder sein Sohn. Nein, ist es nicht. Es ist definitiv keiner von den beiden. Okay, aber warum dann dieses komische Schülerding? Tja, da. Nur tschüss. Und warum ist der Bodyguard nicht mehr in der Finanzabteilung? Das ist halt die Frage, wo ich was über diesen Bodyguard finden müsste. Und auch wenn du große Fortschritte erzielt hast, kann ich auf diesen Fortschritten nicht aufbauen. Schade. Da wurden Sachen editiert und da wurden Sachen irgendwo und ich werde da nicht reinhacken und machen wir einfach nicht. Okay. Ach, na gut. Das Ding ist einfach, bei Evo, da wird mein Penis immer so klein. Und da reinhacken, da wird mein Penis noch viel kleiner, weil ich immer denke, um die nächste Ecke steht ein Technomancer und eine KI und dann sammelst du mein Hirn auf, kehrst es zusammen und so. Nee. Ja. Das Ding ist einfach, Technomancer sind schlimmer, als deine Geisterprolette und du zusammen, wenn ihr einen schlechten Tag hattet und Blut gerochen habt. Das ist nicht wahr. Du denkst jetzt bestimmt an hier das Füchschen, aber das Füchschen war kein Technomancer, das war eine Technomancerin. Die sind nett. Mhm. Und deswegen will ich da jetzt eigentlich auch nicht mehr nach diesem Bodyguard, das mag ich nicht. Ist ja okay. Ich sag dir nur, warum? Ich will nicht schon wieder dastehen, als wäre ich komplett nutzlos. Naja, zu spät, aber... Raus! Ach Mann, bist du wieder empfindlich heute. Morgen im Schubsring werden wir uns gegenüberstehen. Ach, Schnuggi. Und dann kannst du dir vorher ruhig so einen hässlichen Zauber auf die Arme buddern, dass du aussiehst wie Hulkette Hogan, aber ist mir egal, da wird dir schuppt. Sei nicht so empfindlich, du Muschi. Nee, irgendwann ist auch mal vorbei. Mi. Er beschmeißt dich mit... Ah ja, einer Bierdose. Am Kopf. Au. Die greift irgendwas und schmeißt es zurück. Der gute Comlink. Nein, sie greift kein Comlink.
Du greifst etwas und schmeißt es zurück. Krieg! Hat sie zurückgeschmissen. Keine Ahnung, was da halt rumliegt. Okay. Was von einigermaßen guter Masse in Schuh. Ja. Sie lacht und geht raus. Jetzt weiß ich, was sie damit meint, dass hier alles nach Wichse riecht. Richtig. Im Schubsring, Alter. Und ja, das wird wirklich passieren. Das ist ja nicht schlimm. Immerhin haben sie jetzt akzeptiert, dass du zaubern musst, um da irgendwie was zu machen. Na, alles andere wäre auch unfair. Beziehungsweise... Paulina musste auch ohne, bis sie ihre Arme hatte. Paulina ist aber auch ungefähr dreimal so schwer wie Jojo, vielleicht doppelt so schwer. Das ist irrelevant? Nee. Also, Mist. Das ist wie Kaba nie gegen Zwiebel gewinnen konnte, egal was er tut. So ist es bei Jojo auch. Also jeder Sieg gegen Jojo ist einfach kein Sieg. Schlechter Vergleich, Kaban konnte gegen Zwiebel gewinnen. Wir haben bloß beide zweimal Edge benutzt. Ja, okay, er hätte gegen Zwiebel... Siehst du, er hätte auch noch gegen Zwiebel gewinnen können, aber sie war so hergemacht quasi, dass sein Sieg kein Sieg gewesen wäre. Das stimmt. Siehst du, und bei Jojo ist es noch schlimmer, denn sie ist nicht nur so hergemacht, es ist einfach so. Ein Sieg gegen Jojo, da weißt du, da klopft dir niemand für auf die Schulter, da kriegst du nicht mal ein müdes Lächeln für. Tja, denkt man dran, wie es dem Troll geht. Den müssen sie schon immer die Hände auf dem Rücken zusammenbinden und trotzdem ist es für ihn nie ein Sieg. Der muss sich gegen die meisten Leute nur gegenlehnen und dann fällt er auf die drauf. Das stimmt. Bei dem hilft nur Beinchen stellen. Stimmt, ab jetzt muss er auf ein Bein hüpfen und Hände auf dem Rücken. Ach ja. Gut. Gut, du kommst raus, im Gemeinschaftsraum geht Vlad an Kaban vorbei, nimmt ihm das Bier aus der Hand. Du brauchst einen klaren Kopf, sauf nicht so viel. Und knallt es sich auf Ex in den Hals. Hm. Peter mal so hingenommen. Der hat gerade allgemein nicht die beste, du weißt schon. Ja, ja. Kann man ja auch nicht. Die können sich zusammentun. Na, die können sich dann auch mal im Ring-Dings da ordentlich scheppern, würde ich sagen. Ein kleines Fechterchen austragen, da sehe ich die beiden richtig, muss ich sagen. Kann man, hätte ja wohl durchaus Bock drauf, aber... Nee, ja. Da ist es doch vollkommen erlaubt. Das ist doch da quasi, damit alle auch ein bisschen Härte lernen, wird doch sowas überhaupt gemacht. Na, guck. Da musst du auch keine Rücksicht nehmen. Und wenn die beiden da mal ein bisschen mehr ausarten, als es da eigentlich typisch ist, und sich vielleicht auch ein bisschen schlagen, werden alle höchstens den Kreis ein bisschen weitermachen und gucken, dass nur am Ende es nicht vollkommen ausartet, weil die beiden das vermutlich brauchen. Und da gibt's danach auch kein böses Blut. Das ist gut. Dafür machen wir das doch. Jemandem unter kontrollierten Bedingungen auf die Fresse hauen. Genau. Das ist doch durchaus praktisch. So. Ich bin nicht wirklich viel weiter. Sie erzählt Kaban die Geschichte, die Elda ihr jetzt vorhin erzählt hat. Aber irgendwie hilft das uns bei unserem Problem auch nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Ich weiß aber auch langsam nicht mehr, wen ich noch fragen kann, der das rauskriegt. Hm. Ich würde mal sagen, ist auch nicht wirklich hilfreich, jetzt erstmal selbst mit dem Typen zu reden. Nee, gar nicht. Weil wir an den nicht rankommen. Das Einzige, was wir halt wirklich versuchen können, ist es einfach so zu drehen. Also diese Informationen, die wir jetzt haben, die sind ja schon merkwürdig. Wenn wir das auftauchen lassen, dann wird das zumindest zu Fragen führen und zumindest bezweifelt werden, dass derjenige, ich weiß nicht, ob man da vielleicht irgendwas drehen kann in der Uni oder sowas, dass der ihm vielleicht mal irgendwo, dass der zumindest mitverantwortlich ist für seine guten Noten. Wobei es auch schwierig ist, sag ich mal. Ich sag mal so, Erfolg zieht ja auch immer Missgunst nach sich.
So. Sollte der Junge irgendwie in der Uni durch irgendwas Bedingungen gehabt haben, die die anderen nicht hatten, zum Beispiel durch einen Mentor, ne? Dann werden andere seines Fachs bestimmt sagen, hallo, ich war viel qualifizierter eigentlich, aber an diesen Typen und ich hätte eigentlich viel besser zur Evo gepasst. Und viele Studenten kriegen ja auch danach nicht zwingend einen guten Job und oder werden rekrutiert, sondern arbeiten dann bei irgendeinem so nicht mal A-Konzern in der Popelabteilung im Dingsbüro hier, in so einem Großraum nur Pappwände-Büro und denken sich... Aber da muss ich jetzt mal kurz einschreiten. Hm. Du machst eine Universität zu etwas Besonderem. Du sagst, die Anfrage ist groß. Du sagst, die Studiengebühren sind schon nicht niedrig. Und es gibt per se einfach wenige Leute, die überhaupt so weit kommen zu studieren. Hm. Und dann arbeiten die in der übelsten Pissabteilung? Das ist übertrieben. Aber nicht dort, wo sie denken, sie hätten es verdient oder wo sie es tatsächlich einigermaßen objektiv verdient hätten. Ich sag mal so, zumindest so schlecht, dass man an sie rankommt und problemlos mit ihm redet und dass sie nicht in einem Mittelschichtgebiet wohnen. Es gibt ja auf jeden Fall... Plus, wenn zum Beispiel ein Ork durch irgendwas, zum Beispiel durch das Horizon Project, ob seiner Fähigkeiten gefördert wird und dann später aber sich vorstellt, denkst du, der wird angestellt? Das ist ein Ork. Selbst wenn der gute Noten hat, denkt sich doch jeder, ja, aber der macht das ja jetzt maximal 10 Jahre, dann wird der alt. Na, die Möglichkeit, die wir immer noch haben, ist diese Geschichte quasi, auch wenn wir nur Teile davon haben, aber irgendwie an eine Uni-Zeitung oder an irgendeine rebellischere Gruppierung oder irgendwie gerecht, bla bla bla, was zu kriegen, weißt du? Zu geben. Die machen dann schon was draus, das wird bestimmt so ein Selbstläufer. Das würde ja reichen. Also diese Infos einfach quasi anonym da hinzugeben. An so eine Uni-Zeitschrift oder an so ein Uni-Dings, wo ganz klar ist, dass sie da auf jeden Fall was draus machen. Was meinst du? Zu wenig Details dafür. Überhaupt nicht. Merkwürdige Zahlungen, die reimen sich den Rest selbst zusammen. Es geht ja hier nicht darum, eine hieb- und stichfeste Geschichte zu machen, sondern dafür zu sorgen, dass der Ruf so weit ruiniert wird, dass Evo den da nicht halten will. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht irgendwas lief, ja schon ausreicht, dass genug Leute da mit dem Finger drauf zeigen und sagen, Eine publige Unikritikzeitschrift wird aber nicht so viel Wellen schlagen. Es sei denn, die haben wirklich geile Beweise dafür oder sowas. Ja. Stimmt. Deswegen sage ich ja, und vor allem sind das auch noch die Zahlungen seiner Eltern, nicht seine. Also, ne, die zahlen ja jetzt keine Rolle. Das ist ja egal. Das können ja auch die Eltern für ihn zahlen. Die Sache ist, er ist zu weit unten in der Hierarchie, als dass die Uni-Zeitschrift, wenn die das bringt, andere sagen, da springen wir auf und machen den richtig fertig, weil das interessiert keinen so richtig. Wenn, dann muss es so stichfest sein, dass präventiv der irgendwie rausgeschmissen wird oder so. Oder dass man da an der Uni einen kleinen Skandal machen kann, auch unabhängig von der Uni-Zeitschrift. Na, ich möchte eigentlich, also ich sag mal, die Frage ist, kann man nicht darauf bauen? Es ist doch so solche Sachen, ich meine, sag mal, dass man aus so Halbwahrheiten übelste Stories macht. Ja, aber eine übelste Story in der Uni-Zeitschrift findet nicht genug Beachtung, es sei denn, sie ist richtig hieb- und stichfest. Ja, was sie auffüllen, ist ja dann halt aufgefüllt. Es muss ja nicht direkt eine Uni-Zeitschrift sein, aber irgendwie sowas in der Art, weißt du? Es kann auch sein, dass man da irgendein anderes Reporter-Ding nimmt oder irgendwie was weiß ich. Na, dann müsstest du mir mal kurz Konzernpolitik würfeln. Und dann musst du vermutlich später noch einen Shame-Wurf machen. Wieso ein Shame-Wurf? Weil ich das sage. Du meinst, weil ich dann bei Zenit mal irgendwie gucken muss? Na, okay, jetzt hast du ja schon gesagt. Also pass auf, muss er nicht würfeln. Aber den Shame-Wurf schon. Ich sag mal so, ich hab das vollkommen vergessen. Oh, shit, dann machen wir das jetzt. Pass auf, es ist ja so. Ihr werdet in euren Gedanken unterbrochen. Übelste Big News aller Insane. Und zwar, hat sich
im Geheimen Rabotnik Internationale vor dem internationalen Konzerngerichtshof hingestellt und gesagt, ey, wir wollen jetzt zwei A's haben. Guck mal, wie schön wir sind. Und da haben erstmal alle gekichert, dann die sagt, aber guckt mal hier, wie das aussieht. Dann haben sie dargelegt, ihr weitreichendes Portfolio, in dem sie auch klar machen, dass sie in Pharmazie, Medizin, Textil, Medien überall ordentlich aufgestockt haben. Zum Beispiel durch den Kauf von Zenit und anderen kleinen Sachen. Wisst ihr noch, Njetkin und so, da haben sie ja, Njetkin ist ihr Kasvai, da haben sie ja Teil in der Medizin-Pharmazie-Branche gekauft. Dann haben sie ja noch durch Maslenitzer Ausbau Textil gehabt, dann Zenitkauf, Medien. Was war noch? Moloko haben sie ja gekauft und einigermaßen so gemacht, auch den Ruf ein bisschen geändert und das Ding umbenannt. Müssen wir mal noch überlegen, wie das heißt. Deswegen ein bisschen jetzt auch Sicherheits- und Rüstungsindustrie mit Militärbauverträgen. Das sind ja echte Russen. Und da hat der Konzerngerichtshof gesagt, das reicht mir noch nicht ganz. Da haben sie gezeigt, wo sie überall verkaufen, mit welchen Königshäusern die tolle Familie Rabotnik besonders gut steht. Zum Beispiel dem Englischen und dem Spanischen, die jetzt zwar nicht so viel politischen Einfluss haben und so, aber das sind halt Königshäuser, du weißt ja, wie es ist. Und da hat der Konzerngerichtshof gesagt, ja, dann kriegt das halt. So, das ist die übelste Big News. Rabotnik Doppel A, geil. Die sind jetzt vielleicht ein bisschen angreifbar, weil die müssen jetzt erstmal Währung einführen, die müssen ihre Resins geregelt kriegen und alles und ihre Rechte erstmal ausarbeiten und was die nicht alles machen müssen. Aber natürlich ist Evo dann jetzt ein ziemlich großer Feind von denen, weil du weißt schon, es ist halt so, dass da Bede in Pharmazie, Medizin echt richtig Bock haben und ein echter russischer Konzern, der seine russischen und nicht versorgt, das wäre richtig fein. Also da könnte Feindschaft sein. Jojo betrachtet das Ganze mit Gleichmut. Die glücklichen Visagen deiner Familienmitglieder lachen freundlich, sind sowas von zukunftsfrohen Versprechen dem russischen Volke. Eine Zukunft, die einfach wirklich besser ist als jetzt. Welche Familienmitglieder? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Deine genetischen Gleichnisse. Ach so. Kaban kann die Ähnlichkeit erkennen. Mhm. Es wird einfach ignoriert, also es wird nicht ignoriert, aber es wird halt Jojo zur sieht Kenntnis das? Genommen. Genau, es wird Jojo. Es wird zur Kenntnis genommen und Jojo wird nicht darüber angesprochen, weil es ist gefährlich gerade. Nee, Jojo sieht das, guckt dann irgendwann Kaban an. Zelit. Die Maybe. Freuen sich doch bestimmt darüber. Ja, aber wir haben zu wenig, glaube ich, oder? Eigentlich nicht. Den Rest finden die dann selber raus. Warum müssen wir uns die Arbeit machen? Wir müssen denen doch nur das Futter liefern. Ja, ist richtig, aber... Also pass mal auf, wir haben merkwürdige Zahlungen. Auf sowas springen die Leute doch schon immer an. Irgendwelche dubiosen Zahlungen, beziehungsweise dubiosen Geldsachen, die da überhaupt nicht hinpassen. Wir haben einen Jungen, der ist in der Schule gar nicht so gut. Wir haben einen Bodyguard, der kein Bodyguard ist, sondern irgendwas ganz anderes wahrscheinlich. Bedenkt aber auch, dass Zenit die Infos natürlich nur durch Hacking kriegen würde und vielleicht legen sie sich trotzdem nicht gleich mit Evo an in der Matrix, ne? Also, die sind schon die richtigen und die würden schon Sachen auffüllen mit richtigen Infos und Publicity, die sie so kriegen, aber Daddy hat schon recht, Quäntchen müssen. Quäntchen mehr, meinst du? Ja. So ein Fingerbreit. So ein Fingerbreit. Fingerbreit, wo kriegen wir denn so ein Schnapsglas noch her? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe einfach echt keine Ahnung mehr, wen ich noch anhauen kann. Irgendwie mit den Typen selber zu reden, halte ich, finde ich, sinnvoll. Weil irgendwie...
So, weiß ich nicht. Und der wird jetzt nicht der eiskalte Bodyguard sein. Weil er ist kein Bodyguard. Ja, aber wir dürfen ja eigentlich jetzt auch nicht auf uns aufmerksam machen, weißt du? Weil sonst wird ja sofort klar, dass da jemand wirklich dran ist. Das wäre, sowas würde natürlich schon untergehen in dem riesigen Skandal, in dem mittelmäßigen Skandal, die Info selbst an sich auslösen würde, ne? Ja, aber an den Typ müssen wir ja auch erstmal rankommen, weißt du? Ja, das ist richtig. Das meine ich, das ist halt mein Problem eigentlich. Prinzipiell wäre es egal, aber wir müssten halt irgendwie an den Rand, sodass wir auch in Ruhe mit ihm reden können. Und das ist halt die Frage, ob das geht. Weil du hast vorhin 3 Erfolge, ne? Ja. Und ich hatte 2. Ja. Am Wochenende war auf jeden Fall frei. Also der Body. Ja. Na, vielleicht. Wo ist er denn am Wochenende? Müssten wir den dann mal überwachen. Ja, ja. Ja, schon. Was gar nicht so einfach ist. Oder hat er gerade im C-Gebiet? Ach, der wohnt im C-Gebiet. Dann ist es einfach. Warte mal, es könnte sogar sein, dass der. Scheiße. Ihr habt gar keine richtigen C-Gebiete. Das habe ich auch nicht gut durchgeplant. Na gut. Ja, na. Was für C-Gebiete? Wenn ich auf die Karte gucke, dann weiß ich schon, wovon ich rede. Schnoggit, der wohnt Grenze Jusneue Bergowoi zwischen dem C-Plus und dem C-Gebiet, also quasi im C-Gebiet. Ist das ein Gebiet, wo wir uns problemlos bewegen können? Das könnte gehen. Okay. Sehr gut. Dann ist es sogar gar nicht so weit weg und ganz gut machbar. Na dann, sollten wir den vielleicht einfach mal überwachen. Jo. Oder in seine Wohnung einbrechen und mal da gucken. Ja, zum Beispiel. Oder auf dem Garten und mit ihm reden. Ja, wir können erstmal in seine Wohnung einbrechen und gucken. Ja. Vielleicht finden wir da schon was. Ja. Wohnung einbrechen könnt ihr auch machen, wo ihr sicher wisst, dass ihr arbeitet und die Zeiten sind relativ klar. Das war klar. Können wir machen. Das war der Plan. Jüdi, verkleiden müsst ihr mir nicht würfeln, ihr seid verkleidet. Sehr gut. Ist halt fucking Jusneue. Der wohnt im, keine Ahnung, 103. Stock. Na dann auf in den 103. Stock. Der Fahrstuhl 103. Stock ist funktionsfähig. Das dachte ich mir schon. Das 103 Stockwerke läuft niemand zu Fuß. Na dann. Ja, die Kameras sind euch egal, oder? Wenn wir gut verkleidet sind, sind uns die Kameras erstmal egal. Das wollte ich hören. Ihr fahrt da hoch, hört ab und zu, wenn er dann den langen Gang entlang stolziert, ein bisschen ihr Schrei, ein bisschen ihr Prüchel, ein bisschen ihr Heule, Fernsehen und mehr. Spaß für die ganze Familie. Und Sex, auf jeden Fall. Vor seiner Tür angekommen, bemerkt ihr, die ist ganz besonders. Sie hat nämlich keinen Draht. Was? Mark-Schloss-Code. Es wäre nicht das erste Mark-Schloss. Achso, na dann zeige ich mal Herzzeugnis. Ich gucke und halte den Rücken frei. Junge. Na gut. Da muss ich sogar mal dagegen würfeln. Das ist ein solide 2 Erfolge. Das finde ich echt unfair. Du kriegst das Schloss nicht auf. Ich hasse dich. Ja, ich guck mal kurz. Sonst gucke ich hier über die Schulter. Was dauert denn das so lange? Probleme, neues, anderes Modell. Lass mal schauen.
Nee, ganz altes Modell. Ich sag ja anderes Modell. Also. Ja, ich guck halt mal rüber, lass mich mal schauen. Ha, dann warte. Ich hab noch zwei Würfel. Oh. Oh. Schade. Ich hätte etchen können. Auf was geht das? Auf Schlosser. Und Logik. Ha, da brenne ich richtig gut. Du bist jetzt bestimmt besser als ich. Du kennst die alten Modelle. Du bekommst wegen Jojos Versuch plus eins. Nope. Das ist so unfair. Ich hätte sagen müssen, ich behalte meinen Wurf. Wir spulen mal kurz zurück und ich behalte meinen Wurf. Niemals. Fuck you, the Kaban. Aber macht's mit roher Gewalt. Nee, ich prügel darin ein bisschen rum. Du siehst, dass ich halt abrutsche. Und dann geht die Tür auf. Access granted. Siehst du, so macht man das. Das sind übelste Kratzspuren auf der Platine. Ja, Tür aufgedrückt. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass es dieser Scheißkontakt ist und nicht der andere. Verdammt. Oh, wusste ich. Ich mache ihr die Tür auf, dass sie reingehen kann vor mir. Sie macht das Schloss so, dass man es jetzt von außen erstmal nicht sieht, dass es aufgebrochen worden ist. Ja, du kannst Verklappe drauf schrauben, ja, genau. Kein Ding. Dann geht sie rein. Licht geht an. Es ist aufgeräumt und ordentlich. Es riecht nach Wichse. Zapfen. Und ich sag mal, es gleicht zwar vom Schnitt und der Einrichtung den anderen Wohnungen dort, aber ich sag mal, hier wohnt jemand, der anders sozialisiert wurde. Besser. Nee, anders. Inwiefern anders? Nee, das ist aufgeräumt, das ist ordentlich. Ach so. Und so weiter. Du meinst, es gibt keine Putzdrohne. Du meinst so, wie Jojo anders sozialisiert wurde? Nee, so nur auch nicht. Ja, aber... Nee, der hat doch drüben in der Personalabteilung gearbeitet, also wird er schon nicht so... in der Finanzabteilung, da wird er nicht ganz so schlecht bezahlt worden sein. Und ein Elternhaus gehabt haben, was ihm Ordnung, Sauberkeit, Disziplin beigebracht hat. Na dann. Ganz individuell natürlich. Schauen wir mal, was Mr. Talentleitung zu verbergen hat. Außer seinen Talentleitungen. Bidim. Zup. Was findet ihr denn jetzt? Was Belastendes. Also, ja. Wir finden den Ordner mit Evidence. Genau, da wo Evidence draufsteht. Oder mein Tagebuch, meine Biografie. Gut, ihr findet also unter der Matratze, schlecht versteckt, Kästchen, sind Datenchips drinne. Die sind aber verschlüsselt. Verschlüsselte Datenchips könnt ihr nicht kopieren. Oder lesen. Aber klauen. Ja. Dazu müsst ihr nur reingreifen. Ist da ein Draht? Ja. Echt jetzt? Ja. Ist das ein Draht, der dafür sorgt, dass ich da nichts rausholen kann? Nein. Es ist ein Draht, der zu der Sensorik gehört, die kaputt ist, die Weichheit des Bettes einstellt. Fix das mal. Hä? Wir sind schließlich nett. Wir nehmen was weg und tun was wieder hin. Echt mal, das wäre eh ein Angriff jetzt so. Hast du Datenchips dabei? Ja, habt ihr. Dann legen wir sie da wieder hin. Leere Datenchips kommen da rein. Aber das ist nicht dieselbe Marke. Sieht man das deutlich? Ja. Also bei euch ist so ein dickes, fettes E drauf von Erika und bei dem ist so ein kleines E drauf von Evo intern. Software. Kann nix. Kriegt man die Datenchips, die der hat? Evo intern. Intern! Verdammt. Naja, klauen kann man so trotzdem. Das stimmt. Aber was machst du denn jetzt mit diesem Draht? Willst du jetzt unbedingt, dass ich das Bett repariere, oder was? Ja.
Warum? Weil Dally den Vorschlag gemacht hat und ich den gut fand. Na gut, dann repariere ich halt das Bett. Das ist ein Handgriff. Es wird sich jetzt wieder schön anpassen an den Rücken. Der wird viel besser schlafen. Siehst du? Siehst du? Wir sind gar nicht so. Wir sind gar keine Unmenschen. Das weiß ich. Er wird jetzt sofort merken, dass jemand da war. Das wird er vielleicht auch wegen der fehlenden Chips. Der guckt ja doch vielleicht nicht jeden Tag rein. Achso, das könnt ihr nicht wissen, ja. Auf jeden Fall, Oh, warte mal, da ist da. Oh, da hat aber jemand. Ah, nee, doch nicht, da ist nichts. Achso, und da? Nee, da ist jetzt auch nichts. Okay, und dort drüben? Nee. Ah. Na gut, dann können wir jetzt wieder gehen. Oder gibt's denn noch was ich reparieren muss? Ein paar Sachen schon, aber das würde halt nicht nur ein Handgriff sein. Okay, mein neuer Spitzname wird Heinzelmännchen. Ich komme rein, wenn er nicht da ist und fixe seine Wohnung. Stell mal vor, dann ist so die Legende unter Lohnsklaven. Alter, du musst auf der Hut sein, wenn du nach Hause kommst und da geht irgendwas, was ewig nicht funktioniert hat. Musst du Angst haben, die Heinzelmännchen waren da und machen dich fertig. Und zum Hohn haben sie deinen scheiß Zollkucker repariert. Genau. Ihr seid fertig mit der Durchsuchung? Ich habe jetzt unwahrscheinlich Bock, das Charakter zu spielen, der das als Markenzeichen hat. Kann ja auch ein bisschen aufräumen sein oder schon mal was zu essen kochen, wenn er nach Hause kommt oder so. Kissen aufschütteln, easy. Bett machen. Bart putzen. Ich meine, das Zapfenaroma müsste auch mal aufgefrischt werden. Der Behälter ist direkt daneben. Kaman, was machst du da? Musst du irgendwas kompensieren, oder was? Stell das wieder an die Seite. Bist du bescheuert? Oh. Ja, dieses, ich dachte, der wäre vielleicht was. Warte. Lass ihn doch mal ausreden, ich hab's extra geschrieben. Ja, aber wenn wir schon Wahrnehmung hören müssen. Ja, lass ihn noch mal ausreden, armen Jungen. Ja, selektiver Geräuschfilter nützt mir nichts, schade. Doch. Echt? Ja, aber ich dachte, ich muss dafür separat was ausmachen. Es gibt ein paar Voreinstellungen, die erkennen dann quasi konstante Geräusche, wie zum Beispiel das Brummen des Kühlschranks und sortieren die dann aus. Das passt schon, die Software ist geil. Okay. Jo. Moment. Gut. Also, ihr hört beide Schredder an der Tür. Dann eine Stimme. Okay, Alter, bist du sicher? Ja, Mann, wir machen das jetzt. Okay. Dann hört Gaber noch das Entsichern eines Wäffelchens. Und dann zählt wohl einer runter. Ihr habt also Zeit. Ich ziehe meine Waffe und gehe in Deckung und bedeute Jojo das selbst. Möchte mich im Schrank verstecken oder sowas. Kannst du machen. Ein Kleiderschrank? Ich meine, du zerknitterst ein bisschen seine Hemden, aber könnt ihr ja nachher bügeln, ihr Heinzelmännchen. Das war's, ja? Erstmal schon, ja. Ich möchte meine Waffe ebenfalls ziehen. Easy. Judy, Tür fliegt auf. Evo Security, Waffen runter. Okay. Wir haben diesen Skill Führung zum Glück abgeschafft. Wir nehmen also jetzt Charisma. Einschüchtern. Und genau das. Das hätte ich machen sollen. Aber gut, ich bin der Backup-Magier, das geht schon. Das ist mir so, okay, ich hab Zeit. Irritieren wir die mal. Krieg ich Bonus, weil die überrascht sind? Die sind zu zweit und auch beide bewaffnet, also nein. Ist das körperlich? Das, was willst du von mir? Bonuswürfel haben, weil er keinen Einschüchtern hat. Oder Einschüchtern. Doch, ich habe Einschüchtern auf körperlich spezialisiert. Auf körperlich? Habe ich das zugelassen? Nein. Weil die Spezialisierung körperlich fand ich immer voll sinnlos, ehrlich gesagt, weil die nichts aussagt so richtig. Sehr gut. Ja, bei dir.
Selbst wenn, würde sie hier nur bedingt passen, weil du nicht mit deinen Muskeln spielst und klar machst, dass du einen Kopf zertreten könntest, wenn du wolltest, sondern einfach nur was. Wenn dein Gegenüber eine Knarre hat, ist das auch völlig egal. Jetzt warte mal. Wenn der Typ so aussieht, als würden ihm die Einschusslöcher nichts bedeuten, dann nicht. Aber in dem Fall versuchst du es eher über eine autoritäre Sicherheitsgesetzesschiene, deswegen passt es eh nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. Ah, ich glaube, die sind Verteidiger. Das stimmt leider. So, die sind nicht eingeschüchtert. So, fuck, alter, fuck. Richten die Waffe auf dich? Ja, dann wenn die auf mich schießt, auf mich richten. Nein. Wir sind mal noch im Gespräch. Ich sag dir schon, du hast noch ein bisschen den Überraschung. Also den passt schon, ne? Wir würfeln dann Indie, es passt. Ey, nee, alter Mann, du. Alter, du nimmst die Hände auf. Hinterkopf, auf die Knie, Mann, Alter. Scheiß Waffe weg. Waffe runter auf den Boden legen. Fick dich, alter Mann, wir sind zu zweit, Mann. Wir knallen dich ab, Mann. Waffe auf dem Boden. Fuck dich, Mann, Alter, wir sind zu zweit, Mann, wir knallen dich ab, Mann, hinter Knien und Waffe weg und hinter Kopf. Sieht Jojo was? Du bist im Schrank. Es hätte sein können, Nein. Dass der irgendwelche... Nein. Schade. Also, du kannst mit Kaban gerne eine Schaltung etabliert haben. Jetzt. Sag Bescheid, wenn du eine Panzerung brauchst. Das kannst du dadurch nicht wirken. Das weiß ich, aber dann könnte ich immer noch die Türe öffnen. Na gut. Ein Spalt breit. Das wäre cool. Ja. Du weißt, dass man die Panzerung minimal sieht. Ja, und? Ist doch wirklich groß. Bin ich auch noch Sicherheitsmagier. Richtig. Ah ja, Achso, war Kabans Antwort jetzt wäre gut quasi wie, mach jetzt? Ja. So habe ich es auch verstanden. Nee, das ist sogar Line of Sight. Dann passt das. Dann macht sie's. Ist ein Manipulationszauber. Ja. Yep. Ich würde übrigens die Zeit dazu nehmen, auf einen von deren Köpfe zu zielen. Das F, damit die eine Kugel abhält, muss die schon ein bisschen stärker sein, ne? Die wird niemals eine Kugel abhalten, aber Kaban hat ja noch ein bisschen zusätzlich was selber. Ja, trotzdem Force 4, sie will nicht, dass Kaban jetzt irgendwo direkt eine Kugel reinkriegt oder zumindest, dass die Kugel verlangsamt wird oder irgendwas, was sie halt machen kann. Der Entzug ist halt eh lächerlich, von daher passt das. Gut. Oh! Alter. Schade. Mach mal noch deinen Zug. Gegen 2G. Also, wenn du mir noch einmal sagst, dass du schlecht würfelst. Also, heute ist echt geil. So, also, es passiert Folgendes. Und dann wird's richtig krass. Nee, pass auf. Ja, du kriegst einfach eine schön warme, so wie ein schöner warmer Sommerwind, kriegst du quasi Stahl über den Körper gezogen, der sich auch von verschiedenen Stellen unregelmäßig ausbreitet und zum Teil auch kleine Überschüsse, Zackenkanten und so weiter bildet. Du siehst quasi aus wie die fucking Jojo-Version und das fühlt sich huge an, das fühlt sich schon ein bisschen geil an, also jetzt wirst du dich gerne mal mit Flak prügeln, sag ich mal. Ausgezeichnet. So, würfel nochmal einschüchtern. Du bekommst plus 2. War das 2 oder 3? 2. Ja, ich bin halt sehr... Alter. Ja, gut. Warte mal, vor uns hatten die einen Würfel weniger, ne? Kamans Gesicht ist zu lieb. Wahrscheinlich ja. Liegt's daran. Sein Gesicht ist nicht mehr zu lieb. Ja, gut. Die sind nicht eingeschüchtert und du machst Magie. Lass doch mal Inni würfeln jetzt. Ich möchte bitte auch mit Inni initiieren. Na klar machst du das. Kaban, du bist dran. Du siehst, dass sie so viel Schiss haben, dass sie dich jetzt über den Haufen schießen wollen. Gut, auf den ich die ganze Zeit gezielt habe, den verbrate ich jetzt. Du bekommst plus 2. Sehr gut.
Ach so, Salve Einzelschuss? Das wird ein Double Tap. Das muss wohl. Also Salve. Sie. Gut. Oh Gott. Jetzt weiß er nicht, dass ihr da wart. Nee. Ja, gut. Das sind 12k, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. Jo, PB minus 1. Autsch! Sein Gehirn spritzt an die Wand. Das stimmt. Nein, es spritzt durch den Flur. Okay. Gut, gut, gut. Ja. Du, durch beide Augen durch spritzt es durch die Tür. Geil. Und einmal noch durch den Nasenrücken. Ja, 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 gut. Der andere Typ. Der schießt auf dich. Nein! Du bekommst. Ah, kacke, ich hätte den Würfel abziehen müssen. Dann bekommst du jetzt leider auch durch deine Deckung nicht mehr. Ach, du bist ja eh aus der Deckung gesprungen. Bin ich eigentlich nicht, aber das ist egal. Ja, aber da ich dir keinen Würfel abgezogen habe beim Aus der Deckung schießen, kann ich dir leider auch keine Deckung geben. Ja, offensichtlich nicht. Aber er hat noch Panzerung. Ja, die kommt ja erst beim Panzerungswurf. Das stimmt. Tja, ich glaube, deine Panzerung wird einfach nie zum Einsatz kommen. Ich denke auch nicht. Du jetzt bewegst ich dreh mich ja wieder in die Deckung. Genau, ich drehe mich ja einfach in schön die Deckung. Schön hinter den Kühlschrank, würde ich sagen. Das ist eine gute Deckung, ja. Die ist massiv. Jo, und da fliegen dann ein paar Querschläger weg und durchs Fenster und das ist alles safe. Bis auf das, was sofort geschossen wird. Jojo. Du bekommst minus 2. Für aus der Deckung rausschießen, meinst du? Nein, erstmal für alles. Und dann aus der Deckung nochmal minus 1. Das stimmt. Und dich in eine gute Schussposition durch den Schrank zu bringen, würde ich nochmal eine einfache Handlung für ansetzen. Ja, ich könnte ihm aber auch einfach einen Zauber reindrücken. Damit aber nicht, wenn du nur noch eine einfache Handlung hast. Wieso habe ich denn jetzt nur noch eine einfache Handlung? Ich habe doch noch weil gar nichts getan. Weil du den nicht sehen kannst. Okay, warte mal. Sehen. Nee. Das Ding ist, wenn sie dich durch den Spalt verzaubern kann, dann kannst du auch durch den Spalt zaubern. Da würde ich dir aber dann auch minus 1 aus der Deckung zaubern geben und halt aufrechterhalten. Wenn du richtig schießen willst, dann brauchst du nur noch eine einfache Handlung, um die Tür ein bisschen weiter aufzumachen, damit er gut durchpasst. Verstehst, was ich meine? Okay, du meinst also, schießen komme ich jetzt gerade besser weg als mit Zaubern? Nein. Ich sagte, du kannst beides machen, du bekommst bei jedem minus 3 und bei Schießen musst du dich halt noch ein bisschen so aus dem Schrank rausbewegen, dass du nur noch eine einfache Handlung an Schießen aufbringen kannst als, ne? Das stimmt, aber wenn ich ihm, er hat mich ja noch nicht gesehen. Er denkt ja jetzt, dass Kaban da ist. Das heißt, wenn ich ihm jetzt einen Zauber aufdrücke, kann er nicht ausweichen, weil er nicht weiß, dass ich da bin und wo es herkommt. Das ist ja uncool. Ja. Ich weiß. Das gilt natürlich für Schießen auch, aber ja. Ja, aber dann begebe ich mich nicht aus der Deckung raus. Er weiß noch nicht, dass ich da bin. Das ist ein Riesenvorteil. Ja. Darum geht's. So. Und da... der ist... Ist der gut gepanzert? Nee, weiß ich nicht. Sehe ich das? Na, der eine, der hatte, also der hat eine Panzerweste an, der andere, der hat ein bisschen weniger gehabt. Eine Panzerweste, das heißt, es ist ein verhältnismäßig gut gepanzertes Ziel. Kann man schon mitarbeiten. Mhm. Ich krieg minus 3, ne, das ist echt hart. So ist es. Also ich meine, du kannst auch mit einer freien Handlung Kabans Zauber fallen lassen. Nee. Der denkt ja noch, Kaban zaubert. Ja, weiß ich, ich brauche jetzt nur irgendeinen Angriffszauber. Indirekten Angriffszauber ist, glaube ich, das klügste. Napalm!
Ja, ganz bestimmt werde ich jetzt die Bude abfackeln. Oh, warte mal, ich habe gerade die Eingangstür mit Napalm. Oh, tja, aber nicht doch Pigeon Shaman, du weißt schon. Nee. Aus dem 106. Stock. Elementarangriff ist das Einfachste. Na dann. Ach ja. Force 3. Muss es jetzt nicht übertreiben. Habe 2 Erfolge. Ja. Und keinen Entzug, nehme ich mal an. Ja, nicht so. So, was hast du gehabt für Erfolge? 3. War das richtig? 2 Erfolge. 2, okay, das mal. Aber er kann nicht ausweichen. Das ist ja auch sein Panzerungswurf. Ach so. So, das macht jetzt 6, 8k. Und da sind 6k. Ja, gut. Weil ich habe auch einen Panzerbrechwert, der schon hart ist. Ne? Hast du ihn mit einberechnet? Deswegen hat er ja 9 und nicht 12 Würfel. Okay, wollte ich nur wissen. Ich bin da einer, der mitdenkt. Außer bei Deckungsmodifikatoren. Folgendes. Sag mal einen Effekt. Bei ihm? Na, für den Zauber. Na, ich hab doch schon, von Kaban aus hat sich doch das Metall schon weiter ausgebreitet. Von Kaban aus? Was? Na, du hast doch gesagt, dass von Kaban... Nee, auf Kaban aus. Ach so. Du panzerst doch nicht die ganze Bude. Nein, aber vielleicht fließt es jetzt von Kaban aus zu ihm rüber. So, also so Metalladern, die sich über den Boden ziehen und dann, Du meinst scharfkantige? Ja, sehr scharfkantige. Und dann so eine kleinen Peitschenknall. Genau. Aua, er fällt hin. Und er wurde ziemlich arg an der Brust und am Oberschenkel aufgeschlitzt. Also ihr seid, also Kabel ist dran. Ja. Ja, ein paar schnelle Schritte zu ihm ran, Waffe aus der Hand treten und wer bist du, was willst du hier? Und ihm die Waffe ins Gesicht halten. Lass mich kurz überlegen. Ja, fuck! Ich verblute, Alter, Mann, ich verblute! Okay, ich rufe... Nein. Hm? Nee, okay. Nein, tut er nicht. Ja, und ich rufe dir auch keinen Krankenwagen, wenn du nicht redest, also. Ah, Mann, Alter! Wow, wir wollten nur die Scheißbude ausräumen. Er wird versuchen, ein bisschen vor dir wegzukriechen. Ja, ich tritt auf seine Hand. Jojo kommt jetzt aus dem Jojo kommt jetzt aus dem Schrank raus. Das ist ein schöner Anblick, auf seine Hand zu treten mit diesem Stahlfuß. Damit könnte man sicher Köpfe zertreten. Jojo schaut sich das fasziniert an. Mann, also wir wollten echt bloß... Mann, mein Kumpel meint, der hat Geld. Mann, ist mein Scheiß ernst. Lügt der? Nee. Ich wollte es nur wissen, hätte er sein können. Nee. Das sieht aus wie jemand, der Geld bräuchte. Und das ist eine der Wohnungen, von denen man vielleicht mal vom Typen her schließen könnte, dass da ein bisschen mehr zu holen ist. Und dass da vielleicht ein bisschen weniger gegen... Bisschen weniger Gegenwehr. Nee, dass da viel Gegenwehr ist, aber wenn er nicht da ist, da bestimmt viel zu holen. Das ist ein Bodyguard. Ach, dass sie immer so einen Ärger machen müssen. Komm schon, Leute, lass mich einfach zum Krankenwagen gehen. Wir werden das. Wäre geil, ne? Wir tun uns alle keinen Gefallen, Alter. Dann müsst ihr euch rechtfertigen. Nee. Wir machen das ganz anders. Pass auf. Ich sorge jetzt gleich dafür, dass es dir wieder ein bisschen besser geht. Und du räumst die Bude leer. Was? Du räumst die Bude leer. Du hast dich mit deinem Kumpel gestritten. Und das wird deine offizielle Antwort sein. Solltest du für diesen Einbruch belangt werden. Er guckt zu seinem Kumpel. Oh, fuck. Fuck. Hast ihn abgeknallt. Fuck! Ich mach das gleiche mit dir, wenn du jetzt nicht zustimmst. Ja. Und solltest du dein Wort brechen, glaub mir, dann wird das schlimmer.
Er schüttelt mir den Kopf. Jojo geht zu ihm hin. Hm. Du lässt natürlich den Zauber von mir fallen. Ja, ja. Keine Faxen jetzt. Er macht keine Faxen. Sie heilt ihn. Das dachte ich mir schon. Ja, easy, du heilst ihn für ein Packer. Ist ziemlich einfach, der ist nicht versalbert. Gut, sie verwischt ihre Spuren, ihre magisch. Ne? Also, ne, Aura, bla, Gedönse, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. So, und du räumst jetzt die Bude leer. Er guckt zu seinem Kumpel, dann guckt er zu seiner Waffe, dann geht er rein und fängt an, irgendwelchen Scheiß in eine kleine Tasche zu packen. Ja, die Waffen nehmen wir denen aber ab. Fieser Bursche. Der wird das sehr schnell machen und nur ein paar Sachen mitnehmen und dann seinen Kumpel wegziehen. Der sieht aus wie jemand, der nicht für irgendwie mit einem Mord in Verbindung gebracht werden will. Er hat ein paar Wertsachen mit eingesteckt, irgendwie in Ersatzkomlink und sonst steht irgendwelche Karten in Credsticks und Kack. Wieder waren Karten und Credsticks. Entschuldige mal bitte, das war Evo-Skript im Wert von umgerechnet 150 Nuyen. Und Evo-Skript kannst du in Evo-Stellen ausgeben und das ist ziemlich komplex. Oder du kannst es umtauschen, dann verlierst du halt nur ungefähr davon nochmal 80 Nuyen. Ey, Kleiner. Die Geschichte steht, ist das klar? Er nickt, während er seinen hirnlosen Typen wegschleift. Du hast dich mit deinem Kumpel gestritten, ansonsten... Ja, Mann, man muss genau hören. Zerfetze ich dich in der Luft. Er wird ihn kurz fallen lassen, dann würde er ihn wegzerren. Alles klar, wir gehen jetzt. Ihr habt ein gutes Werk vollbracht. Ihr habt das Bett repariert. Ja. Ja, und es ist nicht voller Blut. Denn das ist ja in Richtung Flur gespritzt. Die ganze scheiß Wohnung ist wahrscheinlich voll Blut, oder? Nö, die Wohnung gar nicht. Das ist ja aus der Wohnung rausgespritzt. Perfekt, ich bin so ein guter Schütze. Ich wollte dem das doch nicht beflecken. Ich habe ihm da extra die Zapfen nachgefüllt. Ach, ist das schön. In der Kamera, in der Wohnung waren zum Glück keine Kameras. Ja, auf dem Gang ist eine Kamera, aber soll ich dir mal sagen, in welchem Zustand die ist? Kaputt. Genau. Ja. Sehr gut. Ja, dann. Beziehungsweise, die ist nicht kaputt, aber das war eine drehbare und die ist irgendwann stehen geblieben und hat einen ziemlich guten Blick auf die äußere rechte Wand und eine Tür. Wer dort rein und raus geht, das bleibt Kim verborgen. Wir gehen wieder. Das ist aber schön. Ja. Nicht durch diese eine Tür. Das Blut am Schuh. Rucke die Kuh. Der Schuh ist zu klein. Die rechte Braut ist doch daheim. Okay. Na dann. Gucken wir mal, was aus den Chips drauf ist. Ja, wir fahren. Wir lassen jetzt erstmal den Hacker gucken. Oder wir müssen zu Pomelo. Ich glaube. Der Hacker ist so nutzlos. Der Hacker hat's doch gerade geschafft, was willst du denn? Ach so. Der zweite Wurf ist wohl die Verschlüsselung. Ah, die Verschlüsselung ist so nutzlos. Junge, 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 wird der dich verkloppen? In jedem Fall! Was, der hat doch nur gesagt, die Verschlüsselung ist so nutzlos, nicht er. Das ist mir schon klar, aber der hat sich das gemerkt. Der hat auch ein bisschen Stolz. Hä? Na, von vorhin noch. Ach, der ist einfach nur nachtragend. Das ist im Wesentlichen das Gleiche. Was haben wir denn für Pistolen gelootet? Alter. Immer wenn du das fragst, habe ich den Drang, die Sinnlosesten rauszusuchen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja. Aber die Sinnlosen sind auch gut. Willst du gleich den Verkaufswert hören? Jojo meint, ey, die habe ich mal repariert. Ich kenne jede einzelne Waffe, die ich mal repariert habe. Hier habe ich meine Initialien eingekritzt. Ja, ja. Nein, das habe ich nicht getan. Aber hier, die Macke, hatte ich keinen Bock rauszupolieren. Jetzt mal weiter, sind zwei Pratschnik PZ19.
Oh, warte mal, die sind sogar ganz gut. Das sind keine Pratschnik. Das sind zwei Walter VL2. Die hat Jojo garantiert nicht repariert. Die hätte sie nur abfällig angeguckt und drauf gespuckt. Okay, dann hat sie das nicht gesagt. Die kann ja einen Witz gemacht haben. Ja. Verkaufswert wären für beide 200 Nuyen. Ah, Jojo kennt sich ein bisschen aus und hat gute Connections. 250 Nuyen. Und nein, ich weiß, ihr möchtet gern jede Waffe einmal sammeln, die nicht. Sowas fasst Jojo mit der Pinzette nicht an. Das stimmt. Ja, die Hauptintention, dass, warum ich es mitgenommen habe, war einfach nur, dass er nicht mit der Waffe gefunden das wird. Das ist mir schon klar. Aber ich sag mal, wenn ihr euch jetzt irgendwie 160 Nuyen verteilen wollt, könnt ihr 250, könnt ihr das gerne machen. Ja, gerne, ich nehme die. Dann hätte ich quasi, also, wenn ich das komplett kriegen würde. Nimm's dir. Dann hättest du. Dann hast du. Das ist ja immer noch kein Geld, weil du es Paulina schuldest. Das stimmt. Und bald für ein Motorrad. Wie viel hast du denn jetzt? 347. Alter. Ey, für den Red River Gang Raid kriegt er ja aber auch nochmal quasi die Gang ausgeschüttet. Irgendwie 400 Nuyen pro Nase, Alter. Das ist doch mal krass. Könnt ihr euch auch 747! Habe ich 747 Nuyen. Da kann ich mir bald eine Shotgun leisten. Und eine neue Sinn. Und die Schulden bei Paulina bezahlen. Also erstmal musst du die Schulden abbezahlen, dann musst du dir irgendwann ein Motorrad holen und dann kannst du weitersehen. Ja. Dann kannst du anfangen, auf deinen Reflexbooster zu sparen. Ich habe jetzt genau 5.000. Reicht dann, Sau. Wenn du das Geld für den Reflexbooster zusammen hast, musst du feststellen, oh, wenn ich den einbaue, bin ich tot. Wahrscheinlich. Vielleicht solltest du dann erstmal die Muskeln ausbauen. Und durch einen Cyberarmer setzen. Ich brauche die Muskeln doch. Wofür denn? Weil die gut sind. Stimmt. Nein. Überleg mal, wann er schon durch seine massive Stärke übel viel gerissen hat. Zum Beispiel das eine Mal, wo er... Also bei der Hecke... Ja doch, bei der Hackerin könnte man es werten, aber ich glaube nicht, dass die zwei Würfel unheimlich viel... Doch, da hat er so gut gewürfelt, dass die zwei Würfel was ausgemacht haben. Bei der Hackerin und dann noch das eine Mal... Und mehr. Ich meine bei Thrash. Ach so, bei der... Oh ja, bei der war das auch ziemlich intensiv. Ja. Tut mir leid, Daily. Stärke ist halt nicht so sinnvoll. Außer bei der richtigen Hackerin. Da war's gut, dass du die hattest. Ja. Genau. Jedi. Ihr habt die Chips, der knackt die irgendwann. Da ist drauf. Es sieht aus wie Arbeitsdaten. Ganz, ganz viel, was in der Abteilung. Ihr könnt jetzt nochmal Gandhi fragen und so weiter. Das sind Daten, die man sich mit nach Hause nehmen würde für die Überstunden oder die man im Konzern eigentlich machen würde bei den Überstunden, die man halt als Chef so machen müsste. Weißt du, was ich meine? Das sind aber die Daten von dem Jüngelchen, oder? Naja, das wären die Daten, die der Jüngelchen eigentlich noch zu bearbeiten hätte und auch Korrespondenz und mehr. Aha. Also eigentlich haben wir gerade den Beweis gefunden, dass der Dude den Jungen als Vorwand benutzt, um da zu arbeiten. Ihr müsstet mal Edge würfeln, bitte. Und zwar den Schnitt von euch, also 4. Soll ich oder willst du? Du würfelst heute 3-mal so gut wie ich. Ja, aber du weißt doch, wie das ist, wenn ich Edge würfele. Ich vertraue dir doch. Ich habe 2 Erfolge, oha. Leider haben sie nicht dran gedacht, das sind explizit interne Datenchips, die auf Namen des Bodyguards ausgestellt wurden. Der sollte diese Daten auch nicht so haben, ist ja klar. Ah, ärgerlich. Damit könnte man... Du meinst also, es reicht, um...
wenn der Schmied ein Schmankerl zu geben. Also macht das schon Schnapsglas so. Das ist doch Spuckschluck. Na dann? Dann suchen wir uns jetzt jemanden aus, von dem wir wissen, dass der gut recherchieren kann. Na, wir stellen jetzt erstmal alle Daten richtig zusammen und schnüren ein Paket. Und ja, dann, du hast absolut recht, dann gucken wir uns jemanden aus, der auf jeden Fall was damit anzufangen weiß. Genau. Und der am besten einen, der schon häufiger aufgefallen ist, indem er über andere Firmen, insbesondere Evo, gelästert hat. Oder, davon habt ihr keine Ahnung. Der Typ, der das dann im Fernsehen oder in der Matrix erzählt, ist niemals der Typ, der recherchiert, sondern das ist ein Mediengesicht. In den meisten Fällen. Ja, aber es gibt ja durchaus mal Artikel oder sowas. Davon habt ihr keine Ahnung. Ich möchte bitte den Problembär anrufen. Ja, hallo? Was kann ich denn heute für dich tun? Nein, ich möchte nicht den schön. Willst du richtig schön hinten reingebuttert haben? Brummli-Bär-Poren, das Beste, wo gibt. Ja. Das stimmt. Ihr habt keine Ahnung, wie man da, an wen man das geben könnte. Das ist absolut richtig. Kennen wir jetzt kann ich sogar sagen, das sind Doppel-A-Konzern, Alter, was wisst ihr denn schon? Das stimmt leider. Weißt du, was sie jetzt für gutes Sinn und biometrische Scanner haben könnten? Ja, ich weiß, wo Jojo jetzt auf jeden Fall aufpassen muss. Zum Glück weißt du ja nicht, was noch alles dazu gehört. Denn Textil und so, da weiß man eigentlich gar nicht, was alles noch ab und nie gehört. Das ist absolut richtig. Du meinst, dieser Nachteil könnte sogar mal zum Tragen kommen. Ja, und bei Kliniken weiß man auch nicht so richtig. Und wenn die irgendwann mal Teile von Evo aus irgendeinem Grund kaufen könnten, dann hätten die ja die Daten, die du dort gelassen hast. Tja, das wäre schlecht. Das wäre echt doof. Ja. Okay. Presse. Ich warte. Muss mal eben in meine Kontaktliste gucken. Hast du ein Pressedude? Nee, ein Pressedude selber nicht, glaube ich. Aber vielleicht finde ich ja noch jemanden, der irgendwie trotzdem sinnvoll ist bei sowas. Die blöde Reporterin haben wir ja leider damals abgeknallt. Ihr habt sie aus dem Auto geworfen. Ja. Wir hatten quasi nicht vor, sie zu töten. Haben wir sie getötet? Wir wissen, dass der Asphalt so hart war. Pass auf. Anwälte und die Presse verstehen sich ja nicht besonders gut. Wird? Nein, du, das ist, nee. Du meinst, ich kann Zill nicht fragen? Zill wird sich mit Zenit einfach sowas von nicht auskennen und alles. Aber Agathe vielleicht. Das stimmt. Na, Agathe ist halt allgemein auch eine Schieberin, die dann und so weiter. Ja, ja. Wir bräuchten irgendwann mal noch 1, 2, 3 Schieber. Das mache ich noch irgendwann. Ja. In welchen? Aber trotzdem. Die ist, glaube ich, als Schieberin kennt die wahrscheinlich trotzdem jemanden. In welchen? Wie welchen? Achso, Daddy hub an. Ich hab doch nur einen Händler für besondere Angelegenheiten. Delikatessen. Genau. Das bezog sich meiner Ansicht nach schon auf irgendwie physikalische Dinge. Ja, schon, meistens. Aber warte mal, deine Connections habe ich jetzt auch nicht durchgeguckt. Ich meine, bisher war ja dann euer Ersatzschieber eigentlich relativ häufig für Do. Was mit dem passiert? Warum steht denn der nicht mehr auf der Liste? Weil ich der Worry von Yegor im Moment nicht traue. Ach so.
Es könnte eventuell sein, dass die eventuell der Meinung sind... Was die sich so hatte. Ja, aber was haben die sich denn? Das ist halt auch die Frage. Erstmal nicht, solange das nicht geklärt ist. Außerdem scheint es ja offensichtlich Zeit zu werden, mal neue Wege zu gehen. Tja, die IC-Brecher wären ziemlich nice gewesen, aber die sind ja gerade nicht offenbar so richtig. Das stimmt. Demian! Das ist jemand, der Menschen zusammenführt, ja. Ja. War der nicht auch auf der eher komisch Liste? Auf der Möglichkeit zur Auslöschung der Bones-Liste war der auch drauf. Das stimmt, aber die Verbindung musst du erstmal ziehen. Zu dem, was wir jetzt machen, zu der Kiste mit den Bones. Ja, wenn ihr euch aber einmal schaden wollt, könnt ihr euch vielleicht auch jetzt schaden wollen. Ich glaub trotzdem nicht, dass es Demian war. Ich glaub's nicht. Ergibt keinen Sinn. Aber ich meine, Kabans Einwände auf dem Gebiet wären ja gerechtfertigt. Wenn der Einwände hat, weil er ihm nicht richtig vertraut. Das ist absolut gerechtfertigt. Dann, wenn Kaban sagt, er will es auf keinen Fall, dann machen wir es nicht. Das sagte ich nicht. Ich sagte nur, dass wir ja anscheinend unseren Leuten nicht mehr so wirklich vertrauen können. Und nicht wissen, warum. Ich weiß ja sowieso nicht so viel wie du. Du erfährst aber jetzt mehr und mehr, ne? Inzwischen. Ich weiß. Aber ich habe gelernt, mich in Demut zu suhlen, wenn es um sowas geht. Ich weiß halt zu wenig. Du bist ja auch ein Wildschwein, du brauchst eine Suhle. Genau. Tatsächlich. Ist die Frage. Wo treibt sich Agathe denn normalerweise rum? Weil ich will keinen Job und ich, ja, eine Schieberin kann das auch. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass Demian was damit zu tun hat. Sagen wir es mal so, ich glaube es nicht. Aber wir können erstmal Agathe fragen. Wenn die uns nicht weiterhelfen kann, dann fragen wir Demian. Deswegen werden wir uns erstmal an Agathe wenden. Fassen wir das kurz, sie kann euch helfen. Sie würde einen Anteil von 25% beanspruchen wollen. Wovon? Das wird verkauft. Datenverkauf? Ach so, das meinst du, ja. Ja, pff. Soll sie halt. Du könntest versuchen, mit ihr zu verhandeln. Nö, 25 ist fair. Na, ist die Frage, was macht sie denn für uns? Naja, sie gibt das an jemanden Vertrauenswürdigen, der das auf jeden Fall an den richtigen Stellen einbringt und wo man auch weiß, dass sie weiter recherchieren und sinnvoll recherchieren und dass das Ganze medienwirksam wird ein. Dadurch, dass du mir nie erlaubst, Verhandlungen zu steigern? Ey, ich sage dir nur, wenn du ein Face werden willst, ist Verhandlung sinnlos, weil es nur darum geht, mehr Geld zu bekommen. Und du, deine Ich-brauche-Liste länger ist als Delis als Kabans Hoden. Ich sage dir nur, dass würdest du Verhandlungen steigern, du manchmal die Möglichkeit hättest, mehr Geld zu bekommen, aber ich dir dabei bei jedem anderen nicht gelungenen oder nicht gut genug gelungenen Sozialwurf sagen könnte, da hätte man mal das Karma nicht in Verhandlungen gesteckt. Das stimmt. Und ich weiß, wie sehr diese Stimme nervt. Ja. Weißt du. Eigentlich sollte ich es probieren. Probieren kannst du halt immer, solange du nicht erwartest, einen Patzer zu haben. Richtig. Respektabel. Ja,
Jo, die Alte hat ja überhaupt nicht übertrieben viele Würfel, nur 2 Erfolge. Fickt euch alle. Bleiben wir mal bei 15%. Okay. Sehr gut. Wollt ihr das Geld, das ihr persönlich bekommt, nach Aufteilung in der Gang wissen, ja? Ja. Es läuft sich auf. Ihr kriegt einen leicht höheren Anteil, weil ihr Arbeit gemacht habt. 400 pro Nase. Yay, ich kann bald meine Schulden bezahlen. Wie viel fehlt dir denn noch? Oh, pff. Ja, okay, dann ist ja easy. Gut, also. Ey, ich hab quasi heute richtig Kohle gescheffelt. Nice. 1050 Euro. Es verhält sich in den nachfolgenden Tagen wie folgt. Es kommt heraus nach und nach und immer mehr. Horizon hält sich einigermaßen bedeckt, aber ein bisschen müssen sie ja. Dass leider durch die gute Verbindung des Personalchef-Dudes, also des Kumpels des Vaters und des Vaters, der Sohn, der noch in der Schule Mittelmaß war, ich meine, einen Uniplatz bezahlen kann jeder, dass dann aber danach leider ein paar Zahlungen geflossen sind an der Uni, an verschiedene Professoren und Prüfer, sodass der Sohn einfach durchgeschleift wurde, der kann nichts. Aber der ist ein netter Kerl und strengt sich an, man könnte schon ein bisschen traurig sein, aber ihr nicht mehr, das ist mir klar, so. Und dass der danach quasi diesen Bodyguard, der Ex, den sich in der Abteilung gearbeitet hat und aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen ausgestiegen ist, aber es könnte was sein mit seiner Sekretärin, Praktikantin, die war aber jetzt noch nicht ganz 18. Ich meine, wenn man das umrechnet von Orks, war die schon 18 und du weißt schon, ab 6 ist alles dehnbar, aber die, naja, und der hat dann über diesen Personaltypen vielleicht nochmal den Sicherheitsjob irgendwie gemauschelt bekommen. Wie auch, es müssen ganz schlimme Verhältnisse. Korrupt, dieser Evo-Verein. Petrovski kannst du nicht trauen. Auf jeden Fall. Der Junge kann nichts. Der Bodyguard hat die Arbeit für ihn gemacht. Auch die Korrespondenz. Das schlug bisher noch nicht ganz so durch. Aber wäre es vielleicht irgendwann. Aber als Eltern will man ja nur das Beste für seinen Balk. Folge: Sohn abgesägt, Eltern abgesägt, Personal, Dude abgesägt, Bodyguard im Knast. Das schlägt nicht Ultrawellen, das sind nicht die Big News, denn alles wird überschattet von Robotnik. Und leichten Schwingungen in der Presse, dass man vielleicht ein bisschen viel Gerumpe bemerkt. So, zwischen Worry und Gangs und überall Attacke und so weiter. Aber vor allen Dingen Robotnik. Aber es reicht, um den Typen auf jeden Fall zu zersägen. Na dann, werden wir das Jojo, nächste Woche machen. Wird Jojo nächste Woche Acne-Creme kaufen gehen? Ah ja. Zehnerpack, du weißt es schon. Es war Acne-Creme. Ja, es war Acne-Creme. Ja gut. Es war übrigens, das war das 10er-Pack, aber es war noch mit einem speziellen Benutzernamen, weil ich mir überlegt habe, dass es ja totaler Scheiß war und so, aber das ist erstmal egal. Du gibst da einen Benutzernamen, du hast ja dort ein Kundenpasswort und ein Kundenkennwort erstellt, was nicht mit der Lastin gedingst ist und über irgendeinen Kack-Com-Link oder sowas, passt schon. Ja, ja. Gut. Sehr schön. Ja, klein Strecher. Das ist doch gut gelaufen, würde ich sagen. Es hat immerhin nur einen Toten gegeben heute. Ja. An dem wir direkt beteiligt waren. Ich weiß gar nicht, man hätte gerne mehr Tote gehabt, aber... Ja, ich war kurz davor, dir in den Kopf zu schießen, als du auf die brillante Idee gegangen bist. Das gab an dem man nicht geglaubt hat. Was? Der war quasi mit Schuld, dass meine Kameraden gestorben sind letztens. Hätte er auch mal drin leiden können. So. Reden wir von demselben? Ja, ja, klar, ich projiziere. Das ist aber günstig. Jojo 2. Nee, das ist eine ganz andere Form von Verhaltensstörung. Das stimmt. Nein. Ist nicht schlimm.
Nein. Ist es auch nicht. Das ist ja Variation. Jojo wird sich um dich kümmern. Super. Oh Gott. Das macht das gleich nicht besser. Die anderen werden sich irgendwann auch um dich kümmern. Abbruch, Abbruch. Gut, gut. Ich rufe mal schon mal meinen Bestatter an. Wieso nee, das dein denn? Bestatter, dein Bestatter, du solltest einen Psychoser anrufen. Nee, wenn Jojo sich um mich kümmert, dann brauche ich einen Bestatter. Nee. Die treibt dich nur in die vollkommene Verwahnsinnigung, wie sich selbst. Das ist ja was anderes. Na gut. Sie ist nicht wahnsinnig. Wahnsinn ist eine Definitionssache. Das Leben hat sich nur unvorteilhaft gewendet. Mehrfach. Ja, weißt du, wie wenn du so Knete oder sowas mehrfach verdrehst, ne, dann sieht die ja ziemlich witzig aus. Ich glaube, das beschreibt es sehr gut. Als Wahnsinn wurden bis zum Ende des 19. Jahrhunderts bestimmte Verhaltens- und Denkmuster bezeichnet, die nicht der akzeptierten sozialen Norm entsprachen. Ich würde sagen, Jojo ist wahnsinnig. Ja. Du hast das bis... Naja klar, aber wenn ich den Begriff Wahnsinn jetzt einsetze, dann wird ja heute nicht mehr verwendet, dann nehme ich natürlich die letzte offensichtliche Definition, dann ist sie wahnsinnig. Ich meine, es wird ja alltagssprachlich heute auch noch gebraucht. Entschuldige bitte, dass ich da jetzt nicht korrekt war. Dabei war sie heute so nett, sie hat ihn leben lassen. Sie hat ihn sogar geheilt. Nachdem sie ihn verstümmelt hat. Ich sag mal, das war ja im Kampf. Das etwas nicht ganz bescheuert, nicht ganz Schlimmes zu tun, ist ja noch nicht etwas Gutes, solange die Intention eine schlechte ist. Ich würde nicht mal sagen, dass die Intention jetzt super schlecht ist, aber du hast ja nicht gut gehandelt, weil du dachtest, heute möchte ich ein gutes Werk vollbringen oder das wäre das Richtige, das wäre humanistisch gar. Nein, du dachtest, perfekt, wir haben eine Cover-Story. Human ist es auch kacke. Aber über ein ausgefeiltes Belohnungssystem könnte man sie auf diese Art und Weise dazu bekommen, wieder ein guter Mensch zu werden. Nein, Gutes zu tun. Ja, meine ich doch. Sehr gut, wir werden jetzt einfach immer ihren Trüffelpastetchen hinschmeißen, wenn sie was Gutes macht. Ja, das funktioniert nicht. Scheiße. Magst du keine Trüffelpastetchen? Interessiert sie nicht. Dann machen wir das irgendwie mit einem Tokensystem. Das ist ein Klickertraining. Ähnlich. So. Möchte noch jemand schlaue Worte an die Zuhörer wenden? Oh ja, ich bitte. Schlafet schön und träumet süß und macht ins Bettchen kein Gemüse. Schlaue Worte. Es ist ja so, Milz Pro und Milz Pro Läde, dass ich vor kurzem noch sagte, wir machen jetzt immer Kaban verantwortlich für das, was mit Jojo nicht stimmt. Ich möchte von dem zurückrudern und sagen, wir machen niemanden dafür verantwortlich, denn Jojos Verhalten ist ja auch nicht schlimm, haben wir ja gerade gelernt. So, also haben wir nicht, aber ist jetzt egal. Und der Deli, ne, der hat einfach immer die besten Sätze, der hat auch immer die besten Bildung, der erfüllt den Bildungsauftrag von uns. Der hat uns aufgeklärt über anderthalb Greif und über verschiedentliche andere Dinge. Deswegen können wir dem gar nichts Böses wollen. So, also schlaue Worte hat er gesagt. Hat er einfach gemacht. Denk mal drüber nach. Fünfseitige Abhandlung bis nächste Woche. Jetzt fühle ich mich nutzlos. Du bist na. Nutzvoll. Du hast die beiden gut verwertet. So, Ende. Möchtest du ein Heißgetränk? Ja, bitte. Okay. Körperwarm? Gerne. Sekt. Das ist mir nicht cremig genug. Garage, she makes things so very convenient for me. My Venus garage, she makes
in this garage. She makes things so very convenient for me. She's my all-night penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis. Die sind so lieb. Lassen einen von zwei jugendlichen Einbrechern im Leben und reparieren das Bett. Und machen andere Heinzelmännchen-Sachen. Das sind einfach so liebe Spieler. Unglaublich. Unglaublich. Kann nur noch besser werden. Die Musik ist von Lamprey mit Phil Parasite auf dem Album The Green Grass und von The Cheese Mice mit Cheese Mouse und Peace Garage. Dieses Videobild von Evil G. Will Jim ist ja noch recht, auch scheiße in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Kleingeil Mills Bros.